Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, das Aus- und Aufräumen und Aussortieren und Ausmisten geht weiter. Klappe die zweite am heutigen Tag. Ja, ich nutze die Zeit und die Ruhe, um Dinge auszusortieren und habe hier auch einen wirklich super Riesenstapel, der sich lohnt. Muss ich euch sofort zeigen. Und los geht's. Wir haben da eine Personenwaage, die ich eh nicht mehr benutze, weil ich eh eine neue habe. Mit Glasplatte und ja, die misst auch das Fett und all sowas. Und diese hier war eine eher einfache. Und deswegen trenne ich mich von dieser auf jeden Fall. Dann habe ich noch zwei Becher, die ich gar nicht mehr benutze. Und ganz viele Teller, die irgendwie nicht so richtig zueinander passen. Und auch zu viel sind im Schrank. Die kommen auch weg. Dann soll ich ein Platzdeckchen, was ich auch nur einmal hatte, kommt auch weg. Ein alter Wecker, den ich ewig nicht benutzt habe und im Schrank fand. Ja. Ein leeres Etwas. Könnte man zum Beispiel Ostseesand reinmachen. Und zur Deko verwenden. Aber bringt mir das was? Ich glaube nicht. Nö, kommt auch weg. Dann habe ich noch ein altes Schild oder Bild von Sylt. Das hatte ich mal aus einem Fundus in einem Keller von Verwandten. Ja. Keine Ahnung warum, lag seitdem auch nur im Karton drin, in der hintersten Ecke, in der Kammer. Also auch weg, weil würde ich eh niemals an die Wand machen. Ja, hier was Afrikanisches, so ein Figürchen, stand ewig in der Küche auf dem Esstisch in der Ecke. Ja, reicht dann auch nach 4-5 Jahren, trenne ich mich von, kommt auch weg. Dann fand ich noch viel zu viele Eierbecher im Schrank und ja, zwei habe ich übrig gelassen. Die sahen auch ganz anders aus und passten nicht zu diesen hier. Deshalb trenne ich mich von denen, weil, wer isst denn 6 Eier auf einmal oder 8, wenn ich die aus dem Schrank dazu rechne? Und meistens verwenden wir eh keine Eierbecher, von daher, supi, die kommen weg. Dann haben wir hier noch einen Hello Kitty Schlüsselanhänger oder ja, Taschenanhänger, kann man ja machen, wie man möchte. Nie benutzt, habe ich mal gefunden. Wollte es weiter verschenken. Ja, tat es dann doch nicht. Vielleicht werde ich es auch auf eBay los, keine Ahnung. Einfach probieren. Ja, nie genutzt, lag auch nur im Schrank. Dann noch ein kleiner Rest meiner damaligen Sammlung an. VHS-Videokassetten, Mr. Bean, oh ja, ging immer. Dann dieser Film, Der verrückte Professor, School is Money Too. Jo. Dann Space Jam und nochmal Mr. Bean. Jo. Auch die kommen alle weg. Dann habe ich noch alte Vasen, die ich eh nicht benutze. Das war so ein schöner lila Ton, aber wenn ich auf lila stehe, kommt weg. Die ist eh zu altmodisch, kommt auch weg. Ja, ein einzelnes Glas. Jo, brauche ich auch nicht mehr. Kommt auch weg. Ein Handyhalter. Gefällt mir auch nicht mehr, nutze ich nicht. Also auch weg. Dann habe ich noch so ein Fläschchen, wo man ja, eine Tinktur reinmachen kann oder Parfum. Und dann hat man hier diesen Tupfer dann, den man sich an den Körper dann ranmacht mit der Tinktur. Ja. Und da war der Akku leer. Nein, ich würde sagen, das kommt nun auch weg. Dann habe ich noch einen riesigen schweren, ich glaube 3 Kilo, keine Ahnung, mega, mega, mega schwer,
Kerzenständer. Ja. Nie genutzt, so wirklich. Kommt auch weg. Dann solch ein Tablett, das habe ich vielleicht auch einmal benutzt und sonst liegt es nur im Schrank. Kommt auch weg. Davon habe ich eh genug noch weiterhin im Schrank. So, und kurios, schon wieder ein Flummi. Der geht schon selber auf den Ausrangierhaufen, sehr gut. Keine Ahnung, wo der herkommt. Ich glaube, den wollte ich mal verschenken irgendwie. Und habe es dann doch nicht getan zu einem Kindergeburtstag. Ich weiß nicht. Irgendwie ist mir da was in Erinnerung. Ja, noch ein neues eingeschweißtes Tablett habe ich dann noch hier. Ja, halt auch nicht benutzt. Kommt auch weg. Dann habe ich noch ein altes einzelnes Glas gefunden. Das benötige ich auch nicht mehr. Ich habe bestimmt über 10 Gläser. Das reicht. Ja, eine Vase. Ja, Vasen. Habe ich schon jetzt einige ausrangiert. Nein, auch die muss weichen. Dann habe ich noch einen Eiswürfel, eine Eiswürfelform. Und da ich insgesamt 3 habe, trenne ich mich von der und behalte meine 2, die ich da noch habe. Im Sommer brauche ich immer echt viel. Ja, dann habe ich noch so alte Handtücher. Die kommen weg. Handtücher habe ich nicht auch genug. Dann auch noch eingeschweißte Tabletts, womit ich nichts anfangen kann. Ich glaube, die habe ich mal geschenkt bekommen. Und ein riesengroßes Besteckset habe ich noch und eine Schere, die ich nicht brauche, weil ich welche habe. Ja, werde ich auch verhökern, verschenken, keine Ahnung. Das Einzige, was ich von diesem Haufen übrig habe, ist der Bauhauskorb. Den behalte ich auch noch. Der hat immer gute Dienste geleistet. Der ist auch praktisch. Und ja, das ist der Riesenhaufen vom Ausrangierten. Ach, da sehe ich gerade, ich habe noch was vergessen. Ich habe hier noch eine Strickjacke, die wegkommt. Und noch ein Esprit-Shirt. Das kommt auch weg. Und nochmal Besteck. Alles aus dem Keller. Sammelsurium. Verschiedenste Sachen. Auch recht hochwertige Messer. Und sogar 2 ganz neue, nie benutzt. Ich glaube, das sind Käsemesser. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Rostfrei, ja, nee, keine Ahnung. Kommt jedenfalls alles weg, inklusive Besteckkorb, weil ich eh einen habe. Und ja, sowas sammelt man über Jahre an. Das ist schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, an alle, die geguckt haben und das verfolgen. Wie ihr seht, ist es bei mir richtig notwendig, dass ich das mache mit dem Ausmisten. Und ja, vielleicht schaffe ich es morgen oder fange vielleicht nachher noch an. Mal gucken, wie ich lustig bin. Ich will nämlich noch meinen Kosmetik-Pflegeprodukte-Schrank ja, aussortieren, bisschen durchforsten, gucken, was ich da vielleicht nicht mehr brauche oder ewig nicht genutzt habe oder irgendwie so. Dass ich dann vielleicht, keine Ahnung, bei eBay oder irgendwo ein Riesenkosmetikpaket zum Ersteigern dann reinstellen werde. Und ja, ich mache mir jetzt zur Belohnung einen Chai-Latte. Diesmal Kokosmandel. Bis dann, tschüss und danke fürs Schauen.